Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Rolle Mingwanz, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen und mal gucken, was die so auf dem Kasten hat. Als allererstes sehe ich dort oben Flock, den Klingenmeister, wenn ich das richtig sehe. Ja, Flock Klingenmeister ist ein Schlechter. Es ist einer von den One-Tip-Uruks. Und diese One-Tip-Uruks sind halt schon an sich schwierig genug. Der hat aber auch noch den Vorteil, dass er einen epischen Hinrichtungskonter hat. Und wie es der Zufall will, ist die Eigenschaft der Hinrichtung ist das Einzige, womit man dem irgendwie Schaden zufügen kann. Es gibt noch eine andere, weswegen er nicht ganz so krass ist wie jetzt manche andere Uruks. Aber er ist trotzdem sehr schwierig zu bekämpfen, weil er vor allen Dingen halt auch noch diese epische Auffassungsgabe hat. Also nicht episch, sondern diese Auffassungsgabe, diese schnelle. Asgrell, der Auserwählte. Irgendwoher sagt er mir auch was. Da haben wir bestimmt schon mal gegen den gekämpft. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Nicht so prominent tatsächlich, aber ich glaube, gegen den haben wir schon mal gekämpft, wie jetzt der gute Flock. Asaku Schwarzdorn ist absolut kein Uruk, wo ich sage, der ist übermäßig speziell mehr. Er ist insofern speziell, das muss man an der Stelle natürlich sagen, dass er halt drei epische Eigenschaften hat. Aber tatsächlich muss man an der Stelle auch sagen, er kommt sehr häufig vor. Das ergibt schon Sinn. Macht die Sache aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boom. Weil er halt häufig in den Online-Eroberungen vorkommt. Dasselbe gilt auch für Flock. Ist so. Bagger, der Vertraute dagegen, ist ein bisschen was anderes. Er sieht erstmal aus wie ein Verrückter und jetzt hoffe ich, dass dessen. Naja, leider kein Nekromant. Aber er sieht trotzdem nice aus. Ja, muss man ganz ehrlich mal sagen. Sieht cool aus, der Vertraute. Ich bin mal gespannt, ob der vielleicht sogar ein geiles Geschwätz drauf hat. Maku, der Sklave. Ich bin ja ein Fan von Sklaven. Muss man ja an der Stelle sagen. Ich mag die. Es gibt ja auch Uruks, die haben. Ich glaube sogar Armbrustschützen teilweise, die auch dieses Zeichen der Sklaven tragen. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, über die kann man nur an die Lootboxen ran, ne? Ja. Ratak, der Grausame, der Grausame, der Name ist schon, der ist schon ewig nicht mehr gefallen. Wirklich, ohne Scheiß. Das ist ja schon fast schon speziell, der Grausame. Und der sieht auch irgendwie nice aus. Ich weiß nicht, wie so ein älterer Uruk. Auf jeden Fall schon irgendwo mit den grauen Haaren hier, ne? Und den Geheimratsecken. Aber was soll's. Und Arbeka, der Riese. Ich finde, der Name von den letzten beiden finde ich jetzt echt extrem nice. Der Riese. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich ein Riese ist. Ja, kann ja auch sein, dass der ein bisschen arg klein ist, ne? Und dann wollen wir an der Stelle. So, dann kann es auch schon losgehen. Man muss natürlich sagen, die Strategie geht nur dann auf bei diesen ohne diese Belagerungsbestien, wenn man halt Spikes an den Mauern hat. Weil dadurch kann man wirklich den Talion auch separieren. Ohne dass man dabei den Gefahr läuft, dass er die Krauks übernimmt und dann das Tor einschlägt. Jo, ne? So, dann gucken wir mal, was wir hier denn so. Komm mal her, du. Hey, komm mal. Jo. Es geht jetzt mal rund hier. Jetzt geht's mal richtig zur Sache. Wer will was? Oh. Den kenne ich auch irgendwo her, den Irren hier. Boah, ist der hässlich. Alter Vater. Alchemist und ich bin verflucht. Ich kotze in einem Strahl. Du Lump, geh weg. Boah, scheiße, hier fliegt alles Mögliche durch die Gegend gerade. Taz Schwarzherz ist mir nicht bekannt. Obwohl, nee, Mock der Alchemist. Das kam mir nur gerade so vor, als hätte ich schon mal gegen den gekämpft irgendwo. Aber dann muss ich den, glaube ich, verwechseln. Ich will auf dem Olog reiten, bitte. Ich muss halt natürlich sagen, dieses Schwert ist halt extrem gut gegen Flock. Ich bin der wahre Auserwählte. Ich soll dich verfluchen und demütigen. Geile Sache, geil. Ah, super. Manchmal sind es solche Momente, wo ich wirklich sagen muss, geil. Einfach nur geil, wenn so etwas rausgeballert wird von denen. Wenn die dann eigentlich überhaupt kein, dass die dann eigentlich so überhaupt nicht special sind und durch ihre Dialoge. Und das ist das, was ich meine, was aus einem No-Name, an 0815 Uruk, manchmal kann aus dem dann eine legendäre Sache machen, ohne Scheiß.
Jo. Yeah, geil. Ich fackel hier alle ab. Ja, wie ist das cool? Aber, ja. Ich brenne, ich brenne. Scheiße, scheiße, scheiße. Weg da. Okay. Ich will diesen Vertrauten. Ich bin irgendwie gespannt auf den. Ich weiß nicht wieso. Und du feige Sau willst dich zurückziehen? Hä? Pass mal gut auf, was ich jetzt mit dir mache, ey, Freundchen. Geh doch mal weg jetzt! Jetzt hat er bestimmt sich auch gerade bei mir gedacht. Aber jetzt kriegt er erstmal einen Header. Oder auch nicht. Weil ich ein hundsmiserabler Schütze bin. Der dunkle Herrscher sieht zu. Tu es! Lass ihn meinen Tod genießen. Alter, der dunkle Herrscher ist echt krank drauf, hey. Wahnsinn, hey. Der mag die Uruks echt kein bisschen. Yo, was geht denn hier mit euch ab? Verdammt, hört auf zu verbluten, ihr Drecksäcke. Was geht denn ab mit euch? Wir lebten hier und wir lebten hier nicht. Verpisst euch! Weg jetzt! Du Depp! Oh leck, das ist doch nett, das ist doch schön. So über die Gipfel von Serigost. Ha. Das ist ja schön. Sag mal, könnt ihr euch auch mal verziehen, ey? Oh, hi Luca. Den erkenne ich. So, jetzt müssen wir erstmal hier einen Abstechen. Ja, machst du mir schön das Maul auf, damit wir alle dein Mundgeruch uns an deinem Mundgeruch ergötzen können, hä? Genug mit diesem jämmerlichen Magen gekämpft. Ich töte dich. Das wollte eigentlich ich machen. Hi Luca. Auch ein Uruk, den man aus den Online-Eroberungen kennt. Er ist auch sehr stark, also er ist auch relativ stark, das muss man echt sagen. Ist aber auch schon ewig dabei, ne? Also den gibt's auch schon eine ganze Weile. Den findest du auch, das ist auch so ein Standard-Uruk. Den findest du auch... Also, natürlich jetzt nicht von der Stärke her, sondern aber eher von dem, dass man den häufig trifft. Und das. Ah, duscht der Turm. Das ist so ein Nervensack. Oh, geil. Ein Schamlose. Nice one. Geil. Hi. Ich bin die Lemmingwanze. Wie heißt du? Ich zermalme und begrabe dich, wie du es verdient hast. Ach, Mann. Wieso muss man nur so etwas sagen, ey? Ja, pass mal auf, jetzt kriegst du erstmal eine Schande auf die Schnauze geschlagen hier. Dein Maul hier. So, was sagt der? Ich habe viel erwartet und wenig bekommen. So ein Scheiß. Mach die Schweinehunde fertig! Du atmest mir meinen Sauerstoff weg, das hast du getan. Ich höre erst dann auf, wenn ich jemanden umgebracht habe. Oh Scheiße, jetzt kommt der Turm auch noch. Deine schwächlichen Waffen machen mir keine Angst. In die Rüstung des Turms gehüllt. Man kann sagen, was man will. Schmerzen weit jenseits derer, die sehen trotzdem irgendwie cool aus. Ah, aber er hat nicht ganz so lange uns voll gebabbelt, ey.
Die Türme, die sind dafür bekannt, eineinhalb tot schwätzen zu können, ey. Ihr Elbenfreunde seid doch alle gleich. Echt? Okay. Und einmal die rüber ab. Oh, die fällt aber auch, ne? Erst den Bogen, die beschreibt hier. So. Weg, 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 weg. Schnell, 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 schnell. Alter, ich habe mir jetzt gerade die Orlocks umgerannt. Oh, da bringen sie schon jemand, bringen sie schon welche gegenseitig um. Das ist schön. Jetzt wird es Zeit, bis ein paar Leute hier hochzuschlitzen. Hi, Marco. Geh doch weg jetzt, du stinkende. Ich will jetzt sagen Ratte, aber es trifft schon ganz gut den Kern. Bin ich schon wieder verflucht und das war ein super erfolgreicher Angriff, was ich hier gemacht habe. Dankeschön. Ich wollte eigentlich gerne geheilt werden, aber ja, da hat sich wohl jemand gedacht, am Arsch. Ja, nett, ne? Sehr nett. Moment. Luca, der Seuchenbringer, bevor ich ihn herholen konnte, ist er explodiert. Schade. Oh. Scheiße. Was interessiert mich das? Oh, Kacke. Er wird mich umbringen. Scheiße. Oh, meine Asako Schwarzdorn. Leute, Leute, ich muss hier Leute retten. Ich muss hier ein paar hässliche Säcke retten. Oh. Ja, ja, ich muss Hals, Maul. Halt die Klappe hier. Ich glaub's hackt. Ich kann dich auch nichts mehr verbluten lassen. Aus dem Weg, Bahn frei! Ich bin komplett durch! Vorsicht! Jetzt knallt's gleich! Nee, tötet bitte nicht den Menschen! Nimm ihn! Jawohl! Geil! Vorsicht, dämlicher Orlok ist unterwegs. Den benutze ich jetzt als Rambock. Wo ist er? Autsch. Hey, er hat uns beide erwischt. Oh. Festhalten und Gas geben. Alter, das ist bestimmt schlimmer als jede Zecke, ey. Ey, Mann, Alter, jetzt. Hoi, 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 hoi. Ey. Komm her, jetzt. Komm her, jetzt. Du ekelhaftes Kampfschwein. So. Naja, ich bin gerade dabei, dich zu befreien, aber du hast echt feste Haut. Egal, machen wir es eben so. Ey!
heißt. Kommt und holt ihn! Das ist aber kein tolles Lied. Kein sehr interessantes. Der Oberherr der Festung ist der stärkste, grausamste Ork, den ich kenne. Bald wirst du ihn selbst sehen. Okay, alles klar. Das Problem ist, ich konnte dich am Ende nicht mehr unbedingt sehen. Hey, der hat ein ganz schönes Pfeilchen, als ob dem einer richtig in die Fresse geschlagen hätte. Den Grausamen habt ihr umgebracht, schön. Mit dem wollte ich vielleicht ein wenig schwätzen. Aber okay, wenn ihr meint, ist das doch okay, gut. Ja, läuft. Da dreht man euch einmal den Scheißrücken zu und was macht ihr? Ihr lasst euch allesamt fast umbringen. Ja, vielleicht möchte ich ja auch, dass ihr an einem engen Exempel statuiert wird, ne? Jetzt meine Fresse, Leute. Jetzt kommt doch mal runter. Wen darf ich jetzt hier umbringen? Hallo? Hey! Nicht reden! Würdest du gerne zerteilt werden? Der Länge nach? Oder einfach quer? Genau dasselbe wollte ich dich jetzt auch gerade fragen. Aber ich bevorzuge häppchenweise. Und ein weiterer Kopf muss rollen. Hast du je genug? Nee, wieso? Ich brauche ein paar Köpfe. Ich habe vor, eine Bowlingparty zu veranstalten. So, ab die Rübe. Sehr schön. Vielleicht könnte ich ein paar Pfeile ganz gut gebrauchen. Wieso jagt mich dieser beschissene Ollock? Du hast Mut. Das lasse ich dir. Mehr lasse ich dir nicht. Okay. Aber den Punkt, den behalte ich. Was haben wir da hinten noch? Oh, hi, Kuga, der Meuchler. Aber ich nehme meine Arbeit sehr ernst. Ah, das ist schön, wenn man so viel Hingabe zur Arbeit hat. Ich hol sie zurück. Ich nehme ein oder zwei Arme. Das ist gut. Also wenn nur ein oder zwei Arme. Ich nehme dann bitte die Beine. Ja, wie beim Hähnchen. Nehme ich auch immer die Beine. Boah, so ein geiles Hähnchen wäre jetzt geil. Oh, sah Wahnsinn. Was futtert ihr dann? Also ich muss echt sagen, beim Hähnchen sind die Beine, finde ich persönlich, das Beste. Es gibt ja Leute, die sagen, die können mit den Beinen überhaupt nichts anfangen. Aber ich mag die Beine sehr, sehr gern. Oder manche mögen die Brust lieber. Obwohl ich die Brust ein wenig zu trocken finde, ne? Ja, nicht so der Brust, also. Ich bin wirklich die Beine. Ja. Ach, wieso? Ich glaube, bei jedem dritten Video komme ich aufs Fressen. Ich weiß nicht, wieso. Ich müsste diesen Meuchler umbringen. Oh, scheiße. Vorsicht, 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 Freunde. Irgendeiner hat da ganz komisch gelacht. Moment. Es macht jetzt gleich einen riesen Bums. Ich steche jetzt den Meuchler ab. Ich werde dafür bezahlt. Aber du machst es umsonst. Geil. Ich finde den Endmonolog geil.
werdet. Das ist geil gewesen. Ohne Scheiß. Habe ich echt nicht damit gerechnet. Das ist. Ich glaube, das ist ein relativ spitz. Auch auf die. Von denen es nur einer von denen ist. Also die sagen, es sagen wirklich nur die Meuchler wirklich am Ende. Das finde ich ganz geil. Würde jetzt bitte einer den Orlok umbringen, das wäre echt hilfreich. Danke. So, jetzt schlägt er ihn gerade tot, ey. Zack, da hat er schön die Rübe abgeschlagen. So. Sache erledigt. Der Block? Okay. So, mein Gott, verdammte Kacke, wie könnt ihr es eigentlich mal lassen, euch gegenseitig umzubringen? Alle paar Sekunden ist irgendeiner am Bluten, ey. China, ja, ich hab mir kurz den Arm aufgeritten. Ja, mein Gott, ey, Papierschnittwunde kann mal passieren, ey. Meine Fresse. Hallo, wer ist da? Du hast ja ziemlich viel Rauch in dem Gebäude, also Rauchvergiftung kann passieren, ne? Oh ja, man merkt schon, der Kohlenstoffmonoxidgehalt in seinem Hirn ist ganz schön weit oben, ne? Da kam auch nicht mehr Sauerstoff zum Hirn hoch. Der schnauft ganz schön, hey. So, brauchen wir jetzt mal was kurz, was Großes. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, geil! Hat er denn nicht den epischen Hinrichtungskonter? Ah, das ist Bagger der Folterer. Den kennt man. Oh, und jetzt schon wieder ein Turm. Ich habe keinen Bock auf Türme. Wirklich nicht. Aber wenn der den... Das ist eine Schwäche. Das ist eine absolute Schwäche, wenn er den nicht hat. Doch, der hat den. Aber wieso hat er den vorher nicht gegen mich eingesetzt? Was soll das? Ich meine, es kann mir egal sein, aber ich will brennen, verdammt nochmal, aber nicht, wenn der mich angreift. Bitte nicht. Wartet mal kurz. So. Autsch. Yo, da ist einer durch die Gegend geflogen. Wer hat meinen Krauk umgebracht? Vorsicht! Jetzt wird hier irgendjemand umgebracht. Hi! Ashkan, der Turm, den kennt man auch. Weg mit dir! Schlag mich! Stich mich! Schüre meinen Zorn und ich reiße dich in Stücke! Das ist gut, wenn du das machst, aber weißt du was? So weit kommt's nicht. Denn ich mache jetzt einfach mal den hier. Sehr schön. Oh, oh. Scheiße. Oh, scheiße. Sehr geil. Jo, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut da rein. Bleibt dabei. Macht's gut. Und... Jo. Ciao.